denke, dass die Schüler mit den Social Media, also mit dem Umgang mit den Social Media, recht unschlüssig sind und recht überfordert, weil sie machen einfach einmal, aber sie wissen erst, wenn sie es gemacht haben, was sie angestellt haben. Also sie wissen noch nicht im Vorhinein, was sie gefordert haben. Und wenn jetzt du irgendwie mal zwei, drei Tage nicht ins Facebook hast oder ins WhatsApp, also allgemein in deinem sozialen Netzwerk, hast du das Gefühl, du verpasst etwas? Nein, ich verpasse glaube nichts. Also ich war ja mal eine Woche im Europapark, dort hatte ich auch kein Internet gehabt, und dann habe ich es lieber genossen, mit meiner Familie etwas zu machen, als auf sozialen Medien. Einerseits sehen wir den Wechsel zwischen den Diensten so. Andererseits ist es auch so, dass besonders bei jungen Nutzern die Dienste viel mehr mit dem Alltag verschmolzen sind, weil sie halt mit diesen Diensten relativ früh in Kontakt gekommen sind, während viele von der älteren Generation erst später die Dienste aufgenommen haben. Und durch das ist die Nutzung von sozialen Netzwerken zu einem normalen Teil des alltäglichen Lebens geworden. Also ganz klar gibt es natürlich von allem, sei es vom Fitness, von was auch immer sonst, immer Gegenseite, immer die Schlechtseite. Es ist sicher auch da nicht alles gut. Ich meine aber auch, obwohl es ein Trend ist, ist es sicher einer der besten Trends, die wir in den letzten Jahren hatten. Also es gibt ja den Trend von Party und Drogen sind cool und Alkohol sind cool. Dann ist es immer noch besser, wenn es ein bisschen um die gesundheitliche oder fitte Richtung geht. Als ich angefangen habe, bei Pro Anna, hatte ich ein Startgewicht von 56 Kilo. Mit 15, 16 war das, auf 1,77. Aufgehört habe ich eigentlich erst, als ich mit einem damaligen Freund zusammengekommen bin. Das war Ende 17, Anfang 18. Und dort hatte ich ein Endgewicht von 46 Kilo auf 1,77. Oh nein, ich glaube, die grösste Gefahr ist grundsätzlich, wenn du außerhalb von dem Virtuellen nicht etwas Stabiles hast. Ich glaube, so ein Coach kann das noch so lange bei jemandem probieren, der das seiner Mutter erzählt. Und im Notfall sagt die Mutter, hey Kind, du gehst hier nicht hin. Und schau, ich erkläre dir, wieso nicht. Der hat andere Absichten. Wenn du niemanden daheim hast, mit dem du kannst reden oder dich nicht magst anvertrauen, dann denke ich, es ist einfach die grösste Gefahr, dass dich also jede von diesen Gefahren kann einfach reinziehen. Und darum denke ich, ja, das Vertrauensverhältnis der Eltern oder vielleicht auch von einer besten Freundin, einfach von real existierenden Personen in diesem Umfeld. Ja, also ich habe eine Kollegin auch von hier in der Schule und die ist wirklich 7 bis 8 Stunden am Handy. Ah, aber sie sagt auch selber, dass sie zu viel am Handy ist, aber sie will gar nicht aufhören. Also für sie ist das halt alles. Mhm. Also sie ist wirklich, sie geht heim, ist der ganze Mittag, während Mittagessen, am Abend, am Morgen. Mhm. Postet ja. Sie dann auch viel? Ja, selbst schon.